Nee! Ey, Pizza, ey, come on, was? Alter, ey. Bra! Ja! Yeah! Nein, jetzt komme ich nach oben! Nein, beim Blau verkackt! GTA heute, Losers gegen Mapperbauer, Losers gegen Pizza Marcel, der bekannt ist für seine schmufen Downflips. Wuff! Hallöchen, heißt das. Moin Moin! Und Deko ist auch mit dabei. Hallo Muchachos! Eierstöcke kraulen, ich begrüße Sie ganz herzlich. Es geht wieder los, GTA. Und mal schauen, was der gute Pizza Marcel hier für Fallen eingebaut hat für uns. Also am Anfang kurz warten. Oh, ja, ich bin runtergefallen! Yeah. Fehlstart! Also Leute, erstmal beruhigen, ja? Hier gibt es ein paar Zusatzregeln, der sich die gute Pizza Marcel ausgedacht hat. Nämlich, ihr seht da oben ja schon so eine kleine, so ein Pin. Hallo, was machen Sie da? Genau. Wenn wir den umkicken. Also Pizza Marcel war ein Ehrenmann dafür, dass er die Map schon kennt. Hat eine Mechanik eingebaut, die uns ein bisschen hilft. Genau, 10 Sekunden muss der gute Marcel warten beim Respawn. Deswegen müssen wir natürlich auch hoffen, dass er irgendwann mal bei GTA Respawn. Ja, genau. Also pro Pin, den wir umballern, 10 Sekunden Respawn. Schauen wir mal, da oben haben wir einen. Bei manchen haben wir aber nicht ganz so viel davon. Also müssen wir ja selber den ganzen Lachs von vorne machen, ne? Ich sehe gerade den da hinten. Das ist natürlich clever eingebaut. Also ist nicht ganz vorteilhaft. Also ist ich wollte gerade sagen, eigentlich. Was ist das denn? Das ist ja richtig Käse. Okay, ich würde sagen, dafür neue Regelung, wir addieren das. Okay. Wenn wir jetzt den zweiten Pin umhauen, muss Pizza Marcel bei jedem seiner Respawns 20 Sekunden warten. Alter Schwede. 20 das? Sekunden? Ja, okay, gehe ich mit. Ist kein Problem. Oh ja, bei jedem, ne? Nicht nur bei dem danach, bei jedem. Machen wir einfach so, wie sich das Pizza Marcel gedacht hat. Ein Umballern beim nächsten Respawn 10 Sekunden. Okay! Ja, Weiding wäre auch ein bisschen unfair gewesen wieder. Übrigens, Pizza Marcel hat eine getunte Karre. Wollen wir nur mal kurz an. Aber wir sind natürlich Ehrenmänner. Für uns ist das okay, ja. Wenn Pizza Marcel da ein bisschen Hilfe braucht. Die hat kein Leistungstuning. Nein. Behauptet er. Hallo! Ich komm leider nicht zum Pin. Kommst du da hin? Ist richtig. Ist der Fake drücken. Oder wie? Nein, der ist real. Der ist real. Nein! Fuck, ich hab einen falschen Winkel drin gehabt! Kacke! Okay, aber es geht schon mal. Lol. Nein, mein Blau verkackt! Alter, der. Schade. Ey, da ballert man da ordentlich durch. Shit. Oh, du bist auch da? Hallo! Wo hast du noch verkackt? Bra! Ja! Was hast du denn? Pin erwischt oder? Nee, ich hab was gleich Gutes erwischt. Pizza Marcel, okay, finde ich gut. Yeah. Marcel. Oh, Alter! Am Controller? Ich bin am Controller, richtig. Wieder so einer, ey. Ich hab auf der PlayStation angefangen und bin dann irgendwann so teilweise auf dem PC gewechselt. Aha, also holst du die guten Sachen vom PC ab, nämlich dass du geile Grafik hast und nice FPS, aber. Die Tastatur lehnst du ab. Yes. So ein Mischwesen könnte man sagen. Aber kannst du mit Tastatur cruisen? Was kann ich? Kannst du das mit Tastatur? Nee. Null. Gar nicht? Nee, ich habe nicht mal meine leichteste Map mit Tastatur. Ah, okay. Ja, wir können ja so ein bisschen mit beiden zocken. Also Controller ging bei uns ja auch eine Zeit lang mal, die kleinen Challenges. Genau, habe ich mitbekommen, ja. Also es hat was. Ja, es hat auf jeden Fall einige Vorteile, gerade was so das Gasdosieren angeht. Da kann man sich dann mit dem Controller schon einige Sachen erleichtern, die einfach mit der Tastatur nicht gehen. Fällt euch denn bei der Map ein Farbkonzept auf? Marvin, Alter, was ist los bei dir? Oh! Alter, ich muss mich gerade richtig hart konzentrieren. Er hat da so ein richtiges Klaviersolo gespielt, ey. Oh! Nice! Durch oder was? Ey, ja, ich musste mich gerade so krank konzentrieren. Oh, ich muss mal ganz kurz entspannen, ey. Oh! Warum krieg ich dich nicht wegbewegt? Digga, weil ich ein Titan bin. Ich merk das, der ist richtig im Kämpfen. Oh, da kommt er wieder! Komm, zwei Flips du noch! Ey, Digga, ich komm immer in so einem beschissenen Winkel an, dass ich einfach den Flip nicht hinkriege. 100 Jahre später. Das soll eigentlich auch die einzige Schwierigkeit sein, die Stange. Oh,
Da kommt er, da Ist er endlich? Ist er endlich? Jawohl! Digga, das war aber auch eine schwere Geburt. Digga, weiter geht's. Hier lang? Aua. Oh, und jetzt wahrscheinlich den hier, oder? Ja. Ey! Ja, und ich kick ihn doch nach vorne, oder was? Ich könnte weiterfahren. Digga, willst du verarschen? Vielen Dankeschön. Vielen Dankeschön. Hallo. Nein, da oben kommt er direkt ein Schmutziger. Nice. Okay, und dann wieder durch Edwards durch. Da habe ich heute schon meine Freude mit gehabt. Hat er das jetzt wirklich gemacht, oder wie? Ja, du hast mich angestupst, nach vorne gefahren. Warte, dann kommt da ein Edward, dann kommt wieder ein Downflip. Okay, okay. Aber ich muss sagen, Pizzameister hat vorher noch gesagt so, ja, denke mal, mehr als 40 Minuten braucht ihr nicht. Bisher muss ich aber sagen, sehr human. Gefällt mir. Doch, alles easy, ja. Nein, ich konnte den Punkt nicht zu Ende fahren. Hä? Weil du mich angestupst hast und ich den Fake-Punkt nicht eingesammelt habe, den Flugbahn. Oh! Digga, getrickt-trollt, Alter, richtig getrickt-trollt. Ich hab mich schon so gefreut. Oh yeah. Alter, aber wie viel hast du denn bitte gerade gemacht? Ich dachte, wäre schon längst im Punkt. Nee. Alter! Hier oben kommt der nächste. Nee! Nee! Ey, Pizza, ey, come on, Alter, ey. Also mein Problem jetzt hier ist, dass ich nicht genau weiß, wo ich den Void, also wo ich die Koralle machen soll beim zweiten Mal. Beim ersten, also beim zweiten Mal? Ja, beim ersten Mal ist kein Problem. Straße und stell dir einfach vor, bei dem Gitter-Wall-Ride wäre hinten nichts mehr dran. Also würdest du eine normale Koralle machen und dann, ja, geht's wieder voll. Ich habe irgendwie in letzter Zeit Probleme mit den Edwards. Die machen mir wieder Kopfschmerzen. Ja, du bist mir gerade richtig schnell durchgeballert durch die Edward-Wand. Die ja, aber jetzt kommt wieder eine, wo man irgendwie nach oben fährt. Da fährt man so ein Stück wieder gerade, weil ich scheinbar einen falschen Winkel drin habe. Oder ist das normal? Ja, also ich finde. Nee. Also ich bin einfach durchgefahren, das war ein normaler Winkel. Echt? Ja. Okay, dann habe ich den irgendwie verholzt, glaube ich. Dann muss ich nochmal schauen. Ah, aber also bisher die geile Map. War jetzt gerade erstmal kein Problem. Gefällt mir. Weil ich auch dachte, dass der Ältestenrat, hast du eigentlich eine Nachricht vom Ältestenrat, dass du uns richtig auseinanderreißen sollst? Ich kann mich auf jeden Fall nicht mehr blicken lassen, wenn ich verliere. Achso. Also ich muss den Pokal mitnehmen. Dafür sorgen wir, hallo. Deko, holst du noch ein paar Bowlingkugeln da oben? Ich meine Swin. Pins. Schön, Deko, schön. Ich seh, ey! Digga, meine Kamera ist einfach an meiner Motorhaube hängen geblieben und damit ich C gedrückt habe, bin ich gegen ein scheiß Schild gegengefahren. Ey, come on, Alter, ja, warum ist das Schild aber gut dran, Marvin, und nicht so mit Abstand zur Strecke? Nein, fick mich! Ja, ich... Ey! Warum? Warum kommt da noch der Russenschlitz, ey? Nein! Oh, nein. Nein, Digga. Und nachdem man schon so viel Scheiße gemacht hat, denn ich so als erstes, nein, als vorletztes, hast du noch einen Ballwechsel gesehen oder was da war? Kickflip. Ja. Alter Schwede. Ja, Heidewitzger. Du hast verkackt. Marvin, versuch dich mal, wenn du respawnst, einfach nach LOL! Rechts zu drehen. Warte mal, was ist da gerade passiert? Ey, ich bin genau am Ende des Russenschlitzes auf die orangenen Part unten drunter gekommen. Und da ist am Ende aber, auch wenn man es nicht sieht, da ist zugebaut. So, was soll ich machen? Einfach, ich glaube D ist das falsch. Einfach nur nach rechts, wenn du in der Luft bist. Einfach nur nach rechts, kommst dann perfekt auf. Ich hab mich immer falsch rumgedreht, hallo. Ja, genau, hab ich gesehen. Danke. Komm, wir schaffen es beide. Ja! Hier hab ich noch wegholzen. Er schafft's noch! Und er schafft's auch noch, ey! Digga, oh Flying Möwe! Digga, wir sind direkt hinter dir. Wir machen das jetzt gemeinsam. Ja, komm! Richtig geil. Wir müssen uns ja nur entgegenfahren. Ich werde ein bisschen langsamer jetzt. Ja, ich versuche hier durch zu Fullspeeden. Nein, ich bin einmal angestoßen, scheiße. Schade. Ey, direkt hinterher, ne? Aber das ist ein richtig kranker, flanker, flacher Winkel, den man da fahren muss. Ich kenne das so gar nicht. Brezel eigentlich immer voll nach oben. Das ist der ganz normale Standardwinkel. Der gute alte Standardwinkel, okay.
Ja, also du kannst halt mit einem Ding durchfahren eigentlich. Jetzt brauche ich nur noch den Standard-Skill und dann, dann läuft das doch, hallo. Aber bis dahin, wie siehst du das eigentlich? Wo bist du eigentlich, Marcel? Ich sehe das über Zuschauermodus, sagen wir mal so. Achso, okay. Komm, Deko, jetzt aber. Nein, jetzt. Jetzt komme ich nach oben! Ey, gut, der Russenschlitz, ne? Das ist einfach so ein Kryptonit, wenn man an der Tastatur zockt. Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Wobei Olaf Tag, kriegt das auch auf Tastatur hin, ne? Wo jetzt? Ja, aber. Unten? Jawohl! Oh! Digga, aber das war. Das war mehr als Unschmuf, Digga! Nein. Also eigentlich war ich schon wieder auf Orangen. Ist First Try russisches durchgekommen, oder was? Nee, Second. Aber nee. Also ich würde auch nicht sagen, dass ich den sauber genommen habe. Ich bin nach unten gecruised und dann bin ich wieder in den Russenschlitz reingecruised. Jolo, schon mal weiter. Oh ja, warte. Wie viele Punkte kommen da noch? 9 von 17. Ich würde sagen, wir geben Deko noch eine Chance. Und danach rasiere ich dich. Bitte, und er ja? Nutzt sie! Oh! Jawohl! Dann würde ich sagen, 3. Explode. 2, 1, let's go! 20 Sekunden warten! Männer, genau. Warte, ich muss respawnen. 15 nach. Digga, wenn ich wüsste, wo ich hin... Nein, müssen wir wieder den Russenschlitz machen? Oh, yes. Bruder. Oh nein. Oh. Okay, toll, die 20 Sekunden sind schon mal geschenkt. Okay. Ich warte noch ein bisschen. Du kannst aber versuchen, ihn auseinander zu äumen. Warte, schnell, die Pins da oben mitnehmen! Nimm die Pins mit! Nein! Ich bin genau davor weggeballert. Nimm die Pins mit! Aber ja... Marvin danach auf die beiden Pins bei dem, wo vorher die Koralle war. Huh, ja, ich hab sogar ein bisschen länger gewartet. Ich wollte hochspringen, ich hab den nicht bekommen. Okay, beim nächsten Respawn, ne? Ich hab ihn bekommen. Okay. Ja, beim nächsten Respawn. Marvin, hol den zweiten. Ja. Ich mach's jetzt aber first try. Bam, ich hab ihn auch. Okay, nice. Wir müssen ihn jetzt noch irgendwo wegholzen, wenn er zurückkommt, weißt du? Damit er wirklich warten muss. Scheiße. Los, der kommt bestimmt irgendwo zurück. Nee, ich glaube, er muss jetzt durchfahren. Ist one way. Fuck! Pizza Marcel, links, rechts! Oh, ich hab. First try. Warte mal, hab ich noch einen geholt? Ja! Hast du. Okay, damit wären es 30 Sekunden. Ich hab's aber First Try geschafft. Shit! Shit! 30 Sekunden mal 2, also eine Minute. Du bist Minute 26, warte ich hier. Hallo, 26:11, ja? Wenn schon, denn schon. 26:11. Ey, ich hab nicht einmal den Russenschlitz bisher geschafft, ne? Digga, ich auch nicht. Ich glaube, ich muss mal kurz Controller anschließen. Das Problem ist, dass das auch nicht hilft. Weil wir einfach so schlecht eingespielt sind, dass wir es trotzdem nicht schaffen. Ja! Oh yeah, Bruder! Unterhose! Unterhose, deine Mama, Alter! Wer Unterhose, wer? Scheiße! Deko, er sagt nicht. Wieder rein. Ja, das hat Marvin doch auch gemacht. Ich bin beim Russenschlitz unten runtergerutscht und dann wieder reingefahren. Ja, geil. Ja, hab ich auch gemacht. Der Technik. Hä, hey, was müssen wir machen? 360. Achso. Alter, der war aber Butterschmuf, ey. Und das ist eine Wende. Wie, was ist das? Hey, warte, halt. Das ist eine Wende. Eine Wende. Genau. Arsch nach unten. Wohin? Ja, links raus. Lol. Links raus. Ich nehm nicht mal die Polykugel mit, oder was? Alter Schwede, okay. Oh, ich bin zum zweiten Mal den Russenschlitz-Schmuf durch. So, warte, was war jetzt hier? Arsch wieder unten, oder was? Genau. Und Korall geht auch, also ist am besten sogar. Ich muss sagen, jetzt hab ich auch wieder drauf. Ich komm nicht rum, Bruder! Und raus. Okay, aber dann am besten nach rechts drehen, oder? Ich hab da Unkoral gemacht, tatsächlich. Und ja, ja, Unkoral nach rechts ballern, oder? Genau, wie so eine Kerze quasi nach unten und dann das Heck leicht nach links. Alter, wie schmuf mache ich gerade den Russenschlitz, ey. Ich komme jetzt auch die ganze Zeit durch. Weiß auch nicht, was los ist. Oh. Jetzt bin ich auch wieder trainiert. Nein! Und jetzt
Irgendwie nach unten fahren? Ja, jawohl, ja, sehr gut. Oh! Nein! Nur noch durch den Container. Also jetzt hier nach unten fahren. Schon. Zum Glück haben wir schon 13 Punkte, das ist echt anstrengend. Oh, was? Der letzte Punkt ist ich glaub, der leichteste. Ich hab echt keine Ahnung. Ich cruise dann immer den Weg wieder zurück. Gute Marcel orgelt hier schon weiter. Aber du darfst doch nicht verlieren gegen uns, ne? Richtig. Ich sag's nur so an den ältesten Rat, ne? Ich schenk's ihm gerade. Ach, Marcel fährt schon weiter! Er fährt schon weiter, ja. Alter, der kleine Gauner, ey. Okay, okay. Ja, wenn ich jetzt weiß, wie die Technik geht, ich mach jetzt so wie Deko. Ja. Reinfahren und aufpassen. So. Lol. Ich hab absolut keine Ahnung, wie die Technik geht, ey. Bin einfach nur geradeaus weitergefahren und bam, ciao. Ich bin echt nur reingefahren. Leertaste rechts. Also das leider. Arsch umgezogen, rückwärts gefahren. Mein Kryptonit. Wenn irgendwas neu ist, Bruder. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich guck mir jetzt mal an, was hier kommt. Genau. Das ist definitiv der leichteste Punkt, deswegen muss ich den schon machen. Weil bei euch muss man vorsichtig sein, dass ihr mir nicht sneakt. Hallo. Er wäre dann aber auch verdient gewesen. Oh mein Gott, wie random ich das hinbekommen habe. Für echt einen MG-Flip? Jawohl, nur noch durch Container machen. Perfekt. Ja, schaffst du es mal wieder. Alter Schwede. Aber wie gesagt, das war keine Technik bei mir. Das war eigentlich, ja, random. Random geschafft. Aber selbst die Random Tries, nehme ich mit. Von mir war gut. Geschafft ist geschafft, ne? Keiner fährt am Ende Beat. Ah! Digga, der Schmutzige ist ein bisschen eklig. Da gehen die Stangen schon ziemlich weit rein, ey. Tony Hawk! Ich hatte nicht mehr so viele Elemente und ich musste den Punkt noch irgendwie ein bisschen schwierig machen. Also hast du auch die ganze Zeit bei dem Stangen hier verkackt? Nee. Also. Was machen Sachen? Was? Hallo? Kamera, ich seh nix! Oh. Alter, das ist knapp, Alter. Boah. Alter, fass mal, ich bin richtig langsam gefahren am Ende. Und da kam noch ein relativ weiter Sprung. Zumindest Digga, weit für meine Geschwindigkeit. Ziel der Lappen, bevor Dekus hier klaut. Endlich. Darf sich Marcel doch weiter in dem ältesten Rad zeigen? Ah, schade, ey. Aber wir wollen ja nicht unseren Spion hier rauskriegen. Ja, also ich muss sagen, war eine coole Map. Danke, danke. Eigentlich hat auch mir bis auf den ersten Punkt echt gut gefallen. War mega smooth. Eine Sache, die ich eben nicht unbedingt kannte. Auch bisher nicht unbedingt gelernt habe, jetzt wie der Punkt geht. Aber ich hoffe, ich sehe ihn nie wieder. Sagen wir mal so, ich hoffe, ich sehe ihn einfach nie wieder. Unwahrscheinlich. Ist eigentlich eine sehr schöne Technik. Ich fand den auch ganz cool eigentlich. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen Lack hatte. Und hat schon echt smooth funktioniert. War nicht zu schwierig, oder? Nee. Ich fand den Winkel bei den Edwards am Anfang ein bisschen eklig, aber ansonsten. Und dann lag ich mit meinen 40 Minuten auch gar nicht so weit auseinander. Digga! Dafür kannst du so schlecht sein! Also den MG, den finde ich gar nicht so schlimm, weil du da, wie ich finde, mehr Grip hast und langsam fahren kannst. So. Genau. Aber die Warride-Dinger, ja, schwierig, Digga, schwierig. Da habe ich, glaube ich, nicht einmal verpackt. Ja. Ja. Richtungswechsel. Ja. Sehr gut. Jawohl. Ja. Und am Ende kommt ein kleiner Longjump. Ein kleiner, Digga, hab ich schon gehört. Ein großer Longjump. Nein, ja, so wirklich. Ich nicht, aber ich bin halt, ich dachte, da kommt auch ein Schmutziger oder irgendwas. Ich bin richtig langsam gefahren. Also, nices Ding. Leider am Ende des Tages. Ältestenrad. 1. Busos 0. Gegen wen haben wir denn noch gespielt im Ältestenrad? Ältestenrad hat erst 1. Magason. Achso, Anderson. Magason, Digga, ich dachte schon, wer ist denn Magason, ey? Er hat irgendwie so ein Urukai-Anführer, Alter. Magason. Okay, ja, Marcel, dankeschön für diese Map, war nice. 35 sehr Minuten. Gerne. Für euch gibt's eine 20-Minuten-Challenge, ne? Ohne warten, Marc und so, ne? Selber zu haben, bis dann, reingehauen. Ciao, ciao.